Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, wir suchen jetzt mit Holly ihre Familie oder gehen auf die Suche nach ihrer Familie und dazu müssen wir erstmal hier lang reiten. Ein wunderschöner Blumenkranz ist mit Sommerfest 2017 für dein Pferd. Okay, gut, das wollte ich mir nochmal angucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder runterreiten und dann ihren Schranken entlang. Als ich das nämlich das erste Mal gemacht habe, ja, ich habe das ja auch schon mal gemacht, das war schon eine Ewigkeit her, bin ich hier ewig lang rumgeritten und habe nicht gefunden, wo es dran geht. Das weiß ich jetzt zum Glück. Ich hoffe, das ist auch richtig, sonst wäre es echt peinlich. Aber es müsste eigentlich hindern. Ja, ich habe dann noch, also ich nehme jetzt noch mal einen Anschluss gleich auf. Deswegen wird wahrscheinlich es ziemlich lange dauern, bis es mit der Midsommar-Quest für euch weitergeht. Tut mir ein bisschen leid, aber... Und die wird so generell schon rum sein, wenn ihr euch das anguckt, aber... Ja, es gibt Schlimmeres. Na, mal gucken. Also hier auf Südhof waren es auch einige Quests, wenn ich mich recht erinnere. Also wir haben hier doch schon einiges zu tun, nach so viel steht klar. Und das dann sieht immer noch aus wie Stonehenge. Und mein Auge tut gerade weh. Oh, das... Also es tut nicht weh, aber irgendwie drückt die Linse gerade komisch. Das ist ein kleiner Funfact nebenbei. So, dann reiten wir doch mal... Jetzt hier entlang. Ich glaube, das war auf jeden Fall hier genau dort ganz hinten. Also es ist auf jeden Fall wieder ein Stückchen hin und her reiten. Das wird es auch in Zukunft immer sein hier auf der Insel. Es generell ab und zu immer mal ein bisschen hin und her reiten. So, dann über den Berg hier und dann weiter geht's. Wir werden auf jeden Fall schneller mit besserer Ausrüstung. Wir haben jetzt nur die Hufen ein bisschen besser. Aber ich möchte jetzt auch nicht so viel Zeug kaufen. Wie Geld haben wir eigentlich? 3127? Naja, es ist schon ein bisschen was. Wir haben schon sehr viele Oberteile gesammelt über die Zeit. Ich finde die Jacke gerade eigentlich ziemlich schön, muss ich sagen. Deswegen lasse ich die auch einfach mal drin. Ich muss da nur aufpassen, dass mein Inventar nicht zu voll wird. Aber ich will die Sachen auch nicht alle verkaufen, sondern aufheben. Damit ich ab und zu mal so ein bisschen das Outfit wechseln kann. Achso, die Jacke gab es übrigens zu den 10 Millionen registrierten Spielern war das, glaube ich, wenn ich jetzt mal von vorne gucken könnte. Aber sie dreht sich sofort wieder um, das ist ja unglaublich. So. Sehr schön. Der Schrank des toten Mannes. So. Holly ist abgestiegen. Hallo, hört ihr mich? Seufzt. Also. Ach, der Wind ist so stark, Clara. Sie können mich nicht hören, wenn ich rufe. Ich bin mir aber sicher, dass sie mich gesehen haben. Sie scheinen okay zu sein, findest du nicht? Madison scheint alles auch gut zu gehen. Warte, siehst du Jonas? Er sieht sehr schwach aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Wie kommen wir auf die Trauerinsel, Lara? Ich kann bei Jonas Fischerboot oder unser kleines Mutterboot nirgendwo was finden. Was? Ich würde versuchen, mit meinem Surfbrett dahin zu kommen, aber das würde ich... Würde mich nur aufs Meer treiben oder geben Klippen schmettern. Aber ein Versuch wäre es wert, oder? Was denkst du, Lara? Ich befürchte, wir haben keine andere Wahl. Du hast dein Boot, sagst du? Natürlich hast du ein Boot. Wie wärst du auch sonst hergekommen? Beeil dich. Ja, ja, ich reite wieder zurück. Mach ich ja gerne. Das ist wirklich ewig weit. Ach ja. So stark sind die Wellen hier doch gar nicht. Sie mir doch nicht erzählen. Oder die Strömung, besser gesagt. Sieht hier auf jeden Fall nicht ganz so stark aus. Ah, ich mag den Kranz irgendwie, ich weiß auch nicht. Der sieht putzig aus. So, dann reichen wir jetzt auch mal ganz geschwind dorthin, wie weit... Naja, gut, mit dem Boot geht's dann hoffentlich ein bisschen schneller. Hoffentlich. Nicht, dass ich hier ewig einen Zickzack reiten muss. Das ist ja auch nichts, was man sich dann für immer wünscht. Aber, und ich habe wieder vergessen, Boot zu stellen. Prima, Lara. Prima. Habe ich überhaupt aufgenommen? Jetzt mal wieder ganz kurz das berühmte Standbild. Ganz kurz. Auf dem Programm. Ja, es läuft. Okay, es läuft. Sehr schön. Entschuldigung, ich bin immer etwas verwirrt. Aber leider viel zu oft. Ich freue mich auch schon, wenn die Fähre funktioniert. Weil Fähren sind eigentlich ziemlich lustig. So, ging jetzt auch ziemlich schnell eigentlich.
So, dann reden wir unten mal. Du bist zurück zum Boot. Immer noch im Top-Zustand. Ah. Du machst dich auf den Weg zum Fährst zu Holly. Okay, fahren wir zu Holly. Fahren wir zu Holly. Ich will zu Holly. Den Schrank des Toten, genau. Du steuerst das Boot zum Strand des toten Mannes. Schön, wie das Pferd hier so vorne drauf steht. Wusste, dass ich halt heute vorne so ein bisschen überkippen? Bei dem Gewicht des Pferdes. Schickes Boot, Lara. Bist du sicher, dass es auch seetüchtig ist? Es sieht sehr ramponiert aus. Natürlich ist das seetüchtig. Ich meine, das habe ich zusammengepflegt. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn du alleine mit dem Boot zur Trauinsel fährst. Je mehr Platz du auf dem Boot hast, desto mehr Menschen kannst du mitnehmen. Also sei vorsichtig, das Wasser ist... Ja. Trauerinsel ist voll mit gefährlichen Strudeln und starken Strömungen. Viele Schiffe sind dort auf Grund gelaufen. Ich will ja wirklich nicht, dass du das Schicksal leiden musst. Viel Glück. Okay, dann fahren wir halt rüber. Trauerinsel. Du steuerst das Boot zur Trauerinsel. Dann steuer mal. Sehr schön. Sigrid. Guten Tag. Ich heiße Sigrid. Südhofs Leuchtturmswärterin. Wer bist du? Lara. Angenehm. Du bist neu hier, um uns zu retten, sagst du. Ich habe dich gesehen, als du hergekommen bist. Und du scheinst eine richtige erfahrene Navigatorin zu sein. Aber ist dein Boot wirklich sicher? Jaha, habe ich doch gesagt. Hallo, das habe ich gebaut. Das ist sicher. Wie es uns geht, fragst du dich? Den Umständen entsprechend. Nur mein Mann Jonas geht es nicht sonderlich gut. Er sagt zwar, dass er okay ist, aber ich weiß, dass er es nur sagt, damit ich mir keine Sorgen mache. Er war lange im Wasser, als das Boot unterging. Und er hat alle seine trockenen Kleidungsstücke, die er noch retten konnte, an Mathison gegeben, damit sie nicht friert. Seine Körpertemperatur ist dramatisch gesunken. Und auch wenn er stärker als er war, noch ist, könnte er... Was passiert ist? Naja, Jonas hat Mathison mit... auf seinen Angelausflug genommen. Aber als sie auf dem Weg zurück waren, ruderte Jonas zu nah an die Trauinsel heran. Er weiß, dass das Gewässer dort sehr gefährlich ist, aber er wollte mindestens gerne seine Lieblingsritten nur zeigen. Es war ziemlich dumm von ihnen, aber er meinte es nur gut. Das Fischerboot ist daraufhin gesunken und immer weniger Muten durch Jonas schafft... Oder vor wenigen Muten durch Jonas schaffte es, mit Madison anderen zu schwimmen. Ich habe das Ganze von Leuchtturm... aus miterfolgen können und bin dann schnell zur Farm gelaufen und habe Erik geholt. Zusammen sind wir dann schnell... Wir konnten mit unserem Boot zur Trollinsel fahren, aber leider ist Erik mit dem Boot ebenfalls auf Grund gelaufen. Ach du meine Güte. Jonas sprang sofort wieder ins kalte Wasser, um uns zu retten und zog uns an Land. Das war wahrscheinlich zu viel für meinen geliebten Ehemann. Ich glaube nicht, dass mein Jonas in großer Gefahr ist, aber vielleicht kannst du dir zur Sicherheit auch einen Blick auf ihn werfen. Na klar, gucken wir uns ihn doch mal genauer an. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hallo. Ich bin bald wieder auf den Beinen, keine Sorge. Sag Sigrid, dass sie sich nicht sorgen soll. Okay. Er friert zwar echt wie Espenlaub, aber... Was macht Jonas für einen Eindruck? Er sagt, dass es ihm ganz gut geht. Das hat er mir auch gesagt. Glaubst du ihm das? Nicht? Ich auch nicht. Er will nur, dass ich mir keine Sorgen mache. Und sagt deswegen, dass es ihm gut geht. Du glaubst, dass es ihm sehr schlecht geht? Oh nein. Er ist sehr schlecht. Ich denke, er ist nur sehr kalt. Lara, bring Jonas bitte zu Holly. Sag Holly, dass sie ihn bitte mit sich auf die Farm nehmen soll. Sie muss darauf achten, dass er sich viel ausruht. Los, beeil dich. Okay. Komm mit. Der Strand des toten Mannes. Und jetzt steuern wir wieder zum Strand des toten Mannes. Das einzige Gute ist, dass wir jetzt hier nicht hin und her fahren müssen. Hin und her reiten müssen. Sondern, dass wir so einen wunderschönen Ladescreen haben. So, Holly. Hallo, Lara. Allen geht es gut, sagst du? Oh, wie schön zu hören. Aber was ist mit Jonas? Jonas, wie geht es dir? Er friert, glaube ich, ein bisschen. Sigrid bat mich, ihn direkt auf die Farm zu nehmen. Absolut, wir machen uns sofort auf den Weg. Schaffst du das alleine, die anderen zu holen? Super. Jonas, kannst du mich hören? Stütz dich, ja. Ja, ich habe viel Glück.
Dann geht mal. Aber er stützt sich gerade nicht auf dich. Er läuft hier gerade weg. Dann zurück auf die Trauerinsel und dann holen wir noch schnell die anderen drei. Und dann hoffen wir doch, dass alle wieder sicher zurück zur Farm kommen. Wir müssen aber noch den Leuchtturm zum Laufen bringen. So, dann reden wir mal mit dir, damit sie kriegt. Lief alles gut mit Jonas? Holly hat ihn direkt mit auf die Farm genommen, sagst du? Gut. Alles sollte wieder in die gewohnte Bahn kommen. Wenn Jonas sich wieder aufwärmt und etwas ausruht, sollte er ruckzuck wieder auf den Beinen sein. Erik Mettersen, hört ihr zu. Das hier ist Lara. Sie ist hier, um uns zu retten. Geht rüber und steigt in ihr Boot, damit sie uns zurück nach Südhof bringen kann. Alles wird gut. Das Boot ist sicher und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, okay? Beeilt euch jetzt. Auf geht's. Ja. Genau. Mein Boot ist sowas von sicher. Es gibt kein sicheres Boot. Ich meine, das sieht doch wirklich gut aus. Der Schrand des toten Mannes. Ich hoffe, da sollte ich jetzt hinfahren. Kann auch sein, dass ich nach Südhof fahren sollte. Ich weiß es nicht. Doch, hier ein Part gepasst. Okay, Sigrid, was sagst du? Erik Mettersen, rasch nach Hause, alle beide. Ihr braucht jetzt Essen und Wärme. Husch, husch. Lara, ein riesengroßes Dankeschön an dich. Wärst du nicht gewesen, weiß ich nicht, ob wir das tatsächlich geschafft hätten. Okay, Mettersen und Erik gehen. Ich bin so mein Mann besorgt, Lara. Stell dir nur vor, er ist wirklich richtig krank. Ich muss sofort zurück zur Farm. Ich kann auf deinem Pferd mitreiten, sagst du? Ich bin noch nicht so viel geritten, Lara. Bist du sicher? Ja, Kloche. So, dann bring mir die Gute noch nach Hause. Überhol mal eben Erik und Madison. Und reiten dann zurück. Das schaffen wir noch. Und dann mache ich dann aber auch mal wieder eine Pause. Aber wir reiten jetzt noch ganz entspannt zusammen mit der guten Sigrid gegen einen Stein. Das macht doch immer Spaß. Und mein Pferdchen hat schon wieder Hunger. Das ist ja schlimm. Ey, so ein verfressenes Tier. Die Musik hier ist aber auch schön. Nicht langsam werden, Cranberry. Ich finde es sehr angenehm, dass ich jetzt springen kann. Aber auch nicht mehr so lange. Aber ich denke, ich muss auch wirklich gar nicht mehr so viel aufnehmen, denn ich habe jetzt einige Folgen im Voraus. Ich habe jetzt bestimmt schon noch, keine Ahnung, wie viele Folgen waren es? 25, 30 Folgen? Irgendwie sowas jetzt schon im Voraus. Mit denen die jetzt, obwohl so viele sind es auch gar nicht. Ich glaube, 25 kommen hin doch. Und da ich es mir dann sowieso kaufe und ich dann schon 25 Folgen habe jetzt noch für 25 Tage, was ja auch ziemlich viel ist. Und ich dann noch morgen auf jeden Fall weiter aufnehme. Ich denke, das sollte hinhauen. Dass ich mir dann irgendwann ein... Und dann kaufe ich mir das dann sowieso. Dann muss mir ja nicht mehr so viel Stress machen, dass ich das dann in 3 Tagen so viel wie möglich schaffen muss, dass ich sehr viel auf Vorrat habe. Ich denke, das kann ich dann ein bisschen entspannter angehen. Ich denke, ich mache jetzt auch nicht mehr so viele Folgen. Ich habe halt auch schon gefühlt 10, 15 Folgen aufgenommen. Obwohl das wahrscheinlich nicht nur gefühlt ist. So, Sigrid. Endlich zu Hause. Es war noch nie so schöner, zu Hause zu kommen zu sein. Danke für deinen Ritt, Lara. Jetzt muss ich mich aber um meinen Jonas kümmern. Aber Jonas scheint es sich bereits besser zu fühlen, Lara. Etwas Essen und Wärme waren die richtige Entscheidung. All sollten von nun an besser ein Auge auf ihn haben. Keine Abenteuer vor See mehr. Jonas sagt mir, dass er sich gerne persönlich bei dir banken möchte. Okay, dann gehe ich mal rüber zu ihm. Ja, ich lese das jetzt nicht mehr alles 100%. Ich bin gerade echt lesevoll. Hallo Lara, das war doch dein Name, oder? Ein schöner Name, wenn ich das sagen darf. Ich weiß gern. Du musst mich entschuldigen, ich bin unfassbar müde. Genug Abenteuer für einen Tag, findest du nicht? Vielleicht könnten wir morgen weiter plaudern, klingt das gut? Wir sehen uns morgen früh. Okay. Das heißt, um James kann ich mich auch schon gar nicht mehr... Oh, bin ich jetzt echt schon auf Südhof fertig? Sieht so aus. Okay. Also morgen habe ich auf jeden Fall was zu tun. Ich möchte jetzt hier nicht mehr nachten. Ich werde mal sagen, dann reite ich mal wieder zurück. Nach Fort Pinter erstmal. Ah ne, Fort Pinter war ja nichts. Dann reite ich zurück dann hierhin, weil hier sind noch ein paar Quests. Hier oben ist auch noch eine Quest für mich. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Aber genau, ich mache jetzt erst wieder eine Pause.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!